Deutschland modernisiert sich, transformiert sich zu einem Energieerzeuger. Die Modernisierung ist schöpferische Zerstörung, eine Schocktherapie, die geht nur durch einen Bruch disruptiv. Dieser Bruch geht nur mit Gewalt. Als Urheber der Gewalt wird Putin projiziert. Die Transformation Deutschlands, die wie eine Zerstörung Deutschlands erscheint, ist ein Gewaltakt. Es geht nur um Energieerzeugung und Energieeffizienz. Energie wird teuer, damit das Energieineffiziente abstirbt. Es geht um die Produktivität von Energie als Grundlage der Produktivität von Arbeit. Die Umstellung der Energieproduktion braucht eine Energieverknappung, eine Energieeinsparung durch Verzicht auf Verbrauch. Der Verzicht ist nicht freiwillig, sondern erzwungen über den Preis. Deutschland spart Energie, damit die Energieerzeugung hochfahren kann. Die Inflation finanziert die Transformation, sofern die Inflation Arbeit im globalen Wettbewerb verbilligt. Die Entwertung des Geldes verbilligt Arbeit. Die Verbilligung der Arbeit gleicht die Energieteuerung aus. Die Inflation, die Entwertung des Geldes, die Verarmung der Bevölkerung erhöht die Staatseinnahmen. Auch die Energieverteuerung, auch die an den Tankstellen. Geld entsteht durch Verschuldung, Einnahmen aber durch Verbrauch, Konsum, durch Steuern. Der Staat verzichtet nicht auf die Besteuerung der Energie. Die Steuern werden nicht zum Inflationsausgleich gesenkt. Die Aggression Putins ermöglicht Deutschland eine Übergangsphase, einen Bruch, eine Zeitenwende, deren Zerstörungspotenzial und deren Schadenswirkung einem Feind untergeschoben wird. Das Untergeschobene wird projiziert, der andere wird verantwortlich gemacht, beschuldigt. Und Nationalisten machen glauben, die Transformationspolitik sei eine antinationale Politik, wobei Volk, Bevölkerung und Nation gleichgesetzt werden, um in der Bevölkerung einen Nationalismus gegen Nationalisten zu mobilisieren, weil wir, die einen oder die anderen, die besseren Nationalisten sind. Der beste Nationalist soll an die Macht, sofern er es nicht schon ist.